Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play von Just Cause 3. Ich dachte mir, ich fange das auch mal an, da man ziemlich viel Scheiße anbauen kann. Und ja, starten wir mal. Ich habe keine Ahnung von Just Cause, aber ich habe mich ein bisschen eingespielt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anfang. Touristenmagneten im Mittelmeer wird die Diravello-Woche fortgesetzt. Die jährlichen Feierlichkeiten werden zu Ehren von General Sebastiano Diravello abgehalten, dem de facto Staatsoberhaupt von Medici. Fängt schon mal geil an. Rico Rodriguez, Diktator auf jeden Fall. Das ist der absolute Wahnsinn! Marco, Mario Frigo, Rebell. So, Explosion verhindert. Dima Almastri, oder wie man das ausspricht. Unser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Diravellos eiserner Griff stand. Einige Kritiker wurden angeblich zu Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das geheimnisvolle Barbaren ab, während andere einfach verschwinden. Die Macht des Barbariums sollte niemand nutzen. Rosa Manuela, Exilpopulist. Okay. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. Tom Shen, Ally for here. Auf jeden Fall, geiler Anfang. Brennt sie nieder. General Rivaldo. Nice. Ich weiß einfach nicht, wie es bei der Tonqualität dann aussieht bei der ersten Folge, aber hoffe, passt schon, ne? Jo, wie ihr seht, geht's hier rein ums Ballern und ums Zerstören. Zu einer Pressekonferenz mit General Diravello persönlich. Kann nicht untätig herumsitzen. Das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa, Rico? Ankunft bei LZ, 4 Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico! Sind wir hier im Rotlichtmilieu? Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen, weißt du? Sebastiano Diravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und vergiss die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch 2 Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Was Subtiles, ne? Auf jeden Fall. Und auf geht's! Auf geht's? Was meinst du? Einfach aus dem Flieger? Wünsch mir okay. Wünsch mir Glück. Ist klar. Just Cause 3. Was ist denn jetzt los? Das ist eine verdammte Schießbude da unten! Inwiefern soll ich da mal zurückschießen? Ich kenne mich da, wie gesagt, nicht da aus, aber ich glaube, wir müssen da mal draufballern. Oh, leck das zum Teil. Halleluja! Lass mich! Hoi, da ist was in die Luft gejagt. Juhu!
Das kann auch nur motherfucking Rodrigo. Boom! Was für ein schöner Schuss. Auch wenn ich vorhin ein bisschen gefällt habe. Kriege ich die? Nee. Nur sowas kriege ich. Boom! Ball aufs Pressbrett. Jo! Hinter uns fackelt auf jeden Fall schon mal alles. Geil, ey! Ey, ey! Ist klar, ist klar! Wozu? Rico! Hey. Ich hoffe, du lebst noch! Na klar! Ja, eigentlich wollte ich... Rico, bist du da? Ah, kann man jetzt? Sie, ich bin's. Mario? Geht das schon? Ach nee, hat den Gleiter noch nicht. Das ist extrem scheiße, aber... Oh, egal, hey, stopp! Hier. Dreieck? Okay. Wo muss man Badabu machen? Soll man mal da Badabu machen? Okay, mal Badabu gemacht. Gibt's hier sonst noch was? Ja, wie gesagt, ich habe mich hier irgendwie auf der Boom Island noch ein bisschen rumgetrieben, habe ein bisschen die Steuerung gelernt, als das Spiel noch am Uploaden war. Okay, ziehen wir uns mal hier hoch. Ist ziemlich cool gemacht. Hauen uns mal hier hoch. Ja, das habe ich gemerkt, bei sowas habt ihr ein bisschen Probleme. Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Aha! Ja! Boom. Ich wette, ihr habt nicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet. Jo, mit Rico fucking Rodriguez. Wenn der mitmischt, ist alles vorbei wahrscheinlich, wie man sieht. Rico, das ist ja ewig her, Jahre. Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravelo-Soldaten hätten mich ohne zu zögern erschossen, diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, ne? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so super, super. Das war einfach unglaublich. Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen. Es sieht übel aus. Wir müssen dahin. Hey, Mario. Ich fahre. Hey, Mario, ich fahre. It's me, Mario. Er darf nicht fahren. Er macht kaputt. Er ist von Mario Kart nicht sehr beliebt, ne? Da schmeißt Bananen. Ah, Mann. Ach ja, das wird übrigens, Just Cause wird ein Sonntagsprojekt sein, was immer laufen wird. Nur sonntags. Und wie gibt man Gas? Ich muss da gerade mal wissen, wie man Gas gibt. Ah, doch. Hä? Was? Was habe ich jetzt gemacht? What the fuck? Das ist dem, wenn man keine Ahnung hat von der Speicherung. Ach Gottchen. Ich heb mich mal in die Lüfte ab. Das ist ja auch mal geil in dem Part. Oh. Wie gesagt, im Auto bin ich jetzt noch nie gesessen. Handbremse, okay, mit Viereck, okay. Fahr weiter, Rico. Okay.
Müssen wir uns hier abballern? Spielen wir jetzt noch Grand Theft Auto San Andreas oder wie? Oder überhaupt Need for Speed? Komm! Darf ich auch noch irgendwie ballern oder so? Ich hoffe doch mal. So. Das hat mir gefallen. Boom. Hat's gemacht. Es tut mir leid, aber... Ihr wollt's ja so, nicht ich. Ich fahr hier nur lang. Ach. Komm, dich ballern wir weg. Ich wünschte, wir könnten den Panzer nehmen. So. Was? Wo? Wetten, die Kanone funktioniert noch? Wo? Du bist ein Genie, Rico. Ich könnte dich. Okay, ins Fahrzeug steigen. Wir spielen jetzt mal den Panzer. Okay. Und wie geht man. Oh. Mit L1 schießt man mit dem Ding. Okay. Komm. Wer will? Hä? Habt ihr irgendwas hier nicht mitgekriegt? Ich sitze in einem Panzer. Wie wollt ihr mit eurem Scheiß was hinkriegen? Bumm. Hä? Ich glaube kaum, ne? So. Dich durchlöchern. Ja, auch gerade. Tschüss. Ne? Komm, das jagen wir noch ein bisschen in die Luft. Die Hütte. Sorry, Mario. Hä? Bumm. Sorry. Na? Sie haben die Mann gefunden. Sie sitzen auf der Farm in der Falle. Von mir aus. Jo, auf jeden Fall. Richtung naht. Die Farm ist umstellt. Werde in Kürze überrannt. Bitte Unterstützung. Wie geil. Kannst du das regeln, Rico? Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. Das geht klar, ne? Ja, und ordentlich auf die Kacke. In den Helikopter, Fratre. Okay. Du sagst in den Helikopter. Steigen. Okay. Cool, wir sind in einem Heli. Nee, aber was für ein Lied? Kann man das umstellen? Guten Morgen. Ach so. Bürger von Medici. Ich bin offensichtlich die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Woche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von Aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici. Wie das geil aussieht, wenn man landet, ey. Hoho. Echt geil gemacht. Mal gucken, ob wir hier Rambo-Style-mäßig hoch müssen oder nicht. Wir gehen mal dort hoch. Lalala. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Just Coast. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tüdelö.